und ein YouTube-Video drehen. Über Zypern. Erzähl mal, du bist jetzt in Zypern gewesen. Was habt ihr eigentlich so gemacht? Ja, wir haben 2 Wochen Zeit gehabt. Wir haben möglichst viel gesehen zu Fuß, also mit Wanderungen sind wir unterwegs gewesen. Wie sind wir von dieser einen Wanderroute zu der nächsten gekommen? Ja, mit dem Mietauto. Das ist wirklich das Einfachste. Ja. Weil mit ÖV ist es praktisch nicht möglich, zu den Ausgangspunkten der Wanderungen anzukommen. Und wo habt ihr zum Beispiel, wo hat es dir besonders gefallen oder wo habt ihr angefangen? Also angefangen haben wir ganz im Westen von Zypern. Dort haben wir eine kurze Wanderung gemacht, Akamas, Halbinsel. Die Wanderung in Akamas war ca. 10 km lang. Gewesen. Wow. Und ich kann dir sagen, Jasmin, das Panorama, unglaublich. Dann, wo sind jetzt die Flamingos, die du mal erzählt hast? Die sind in der Nähe von Ulanaka, ja, am Salzsee. Und die kommen im November und bleiben bis ca. März. Und die grösste Population ist am Service im Januar. Und dann können sie Flamingos erzählen. Jasmin, du bist ja Ende Oktober, Anfang November auf Zypern. Wo bist denn du gewesen? Ich war auf der anderen Seite der Insel. Und zwar hier in der Region Aia Napa Protaras. Und habe Badeferien gemacht. Und ich muss sagen, die Strände dort der Wahnsinn. Jasmin, hast du auch eine Wanderung gemacht in Aia Napa? Nein, weisst du, ich hatte kein Mietauto. Da hat er einen guten Tipp. Ja. Du nimmst den Bus. Aha. Nummer 101 von Aia Napa auf Protaras, 20 Minuten und kannst alles der Küste entlang zurücklaufen. Es sind nur 18 km. Wow, ja. Ja, und bei dir, die nicht 18 km am Tag laufen, haben wir sonst auch noch ein paar schöne Badeferienhotels, zum Beispiel Sunrise Pearl und Protaras, wo ich war und mir sehr gefallen hat.